So, ich bin mir sicher, die warten hier irgendwo im Gemeinschaftsraum. Habt ihr etwas gesagt? Versperrt mir die Sicht. Warum geht ihr nicht und schaut euch das Stück unten an? Ich glaube, sie spielen noch. Okay, hier sind sie schon mal nicht. Da sind sie wohl doch in einem der Zimmer. Nicht in diesem. Euer Geräusch geht mir langsam auf die Nerven. Wer seid ihr? Verdammt, ich habe doch gewusst, dass wir verfolgt werden. Na komm, bleiben, Jan. Vielleicht sind sie nur aus dem gleichen Grund wie wir hier. Wir haben davon gesprochen, den Wechsel zu vollziehen. Könnte wohl sein. Ihr da, was macht ihr hier? Sprecht du zwar schnell. Ich bin gekommen, um ein paar Verräter der Schattendiebe umzubringen. Zufällig welche gesehen? Nein. Hab eigentlich nur mal reingeguckt. Das ist doch eine öffentliche Kneipe, oder ist etwa nicht in, ist da jetzt etwa nicht in Ordnung? Ihr wart doch mit der Kontaktperson verabredet. Ich hatte schon Angst, ihr wärt hier, um mich umzubringen. Ihr auch? Ich dachte, wir... Vielleicht schreit ihr hier mal nicht so rum. Echt, man könnte glauben, die ganze Gilde wäre los. Wir müssen also nur abwarten. Ihr haltet eure Klappe und seid still. Tut mir leid, Jaws. Ich habe mich nur darüber gefreut, noch jemand anderen zu sehen, der das Gleiche tut. Vielleicht hört ihr mal endlich auf, meinen Namen zu sagen. Verdammt. Vielleicht auch nicht. Muss mal abwarten. Also, Freundchen, wer ist es, den ihr zu treffen gedenkt? Oh, Schluss jetzt mit den Spielchen. Die Kontaktperson für die andere Gilde. Ich habe seinen Namen vergessen, aber ich sollte ihn hier treffen. Warum wisst ihr das nicht? Versucht ihr mir Informationen zu entlocken? Seid ihr ein Spion oder was? Raus mit der Sprache. Was? Nein, nein, ich weiß es ja. Ich bin kein Spion. Machen wir halt nur, dass sie bringen uns einfach um, anstatt uns aufzunehmen. Oh Mann, die glauben, wir sind Spione. Gleich müssen wir sterben. Okay, alle mal ruhig bleiben. Ihr wisst den Namen nicht, ihr wisst den Namen nicht. Vielleicht weiß ich den Namen nur zu gut. Vielleicht ist es mein Name. Vielleicht bin ich die Kontaktsperson. Taunten wir mal. Maul halten, Maul halten, Maul halten. Ich habe die Schnauze voll. Ist mir egal, wer ihr seid. Jetzt heißt es Kopf ab. Bringen sie um, bevor Grazen kommt. Sonst werden sie ihn uns nehmen. Cahen, ihr seid so ein Idiot. Hm. Okay. Sprecht aber gerne. Ich tu dir weh. Das sollte nicht sein. Eure Stunde wird noch kommen. Hab ich warte. Was möchtet ihr? Okay, die beiden Jungs sind recht tot. Ja, erzählt mir mehr davon. Du, da bist die Kontaktperson. Was hat das zu bedeuten? Ich habe diese Streitereien schon draußen auf der Straße gehört. Was geht hier vor? Nichts gerade. Nur ein paar Spione, um die wir uns kümmern mussten. Nichts Graves, nur ein paar miese Spione, um die wir uns kümmern mussten. Nichts Graves, nur Ärger mit ein bisschen Spionen. Nichts Graves, nur ein paar Spione, die unser Treffen kümmern mussten. Ich verstehe. Also wohl eine notwendige Maßnahme, wenn wir hier auch nicht lange warten sollen. Euer neuer Platz befindet sich unter dem Friedhofsviertel, hinter den blauen Steintüren. Das ist alles, was wir wissen wollten. Jetzt werden wir den Zorn der Schattendiebe zu spüren bekommen. Darf ich mal fragen, was noch gleich unsere Belohnung war? Da hätte ich gerne ein bisschen Klarheit. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Schöne Grüße an Lassalle. Ihr seid in dieser Angelegenheit schon gut eingewiesen, aber ihr seid nicht, wie ihr wer zu sein ihr vorgibt. Ihr werdet hier sterben, bevor ihr das, was ihr erfahren habt, weitertragen könnt. Fragt nur. Oh. Das wird sicher Spaß machen. Oh, wie peinlich. Wo immer Minsk auch hingeht. Ihr braucht man ich kann auf seine Nadelstütze noch kommen. So, das war der. Keine große Herausforderung. Ein Heiltrank. Schreiben des Kontaktmann und ein zweihändiges Schwert. Ein Zweihänder plus zwei. Ja. Grazen. Man hat euch alle notwendigen Ressourcen für die Ausübung eurer Pflichten zur Verfügung gestellt. Ihr solltet also ohne zu zögern agieren. Wir haben dem Friedhofswärter mehr als genug bezahlt, dass er sich nicht bei den Grüften blicken lassen sollte. Achtet darauf, dass die
Gezieferjäger der Stadt ebenfalls geschmiert werden, damit sie hier nicht nach Spinnen jagen. Falls sie diese verdammte Peiner und ihre Haustierchen finden, werden sie wohl auch unweigerlich auf uns stoßen. Befolgt diese Instruktionen genau und ohne noch weitere Zeit zu vergeuden, Lassalle. Ohne weitere Zeit zu vergeuden. Unterschrieben von Lassalle. Dumm. Oh, ist das ein Trank der Unverwundbarkeit? Ja, wer trägt die gerade? Niemand. Dann ab in die Tranktasche. Da müsste nämlich schon einer drin sein, genau. Deswegen können wir es decken wohl. Jede Menge Heiltränke. Na, sind wir gut ausgerüstet. Das heißt runter. Was immer ihr wünscht. Und hier raus. Dann hoffen wir, dass wir nicht Bodhi oder ihren Spießgesellen über den Weg laufen. Vor allem Bodhi mag ich besonders nicht über den Weg laufen. Genau 1.800.000. Eine Million 500.000 für die Level-Ups. Der genauso. Du steigst demnächst auf. Bei dir könnte es noch dauern. Ja, Level-Ups in Baldur's Gate. Sehr, sehr wichtig. Gerade weil sie solche Sachen wie Rettungswürfe verbessern. Rettungswürfe gegen Tod vor allem Ding. Docks. Natürlich. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass der Eingang hier uns jetzt in das den anderen Bereich da unten führen könnte. Nein, kann er nicht. Wo soll ich euch meine leichtfüßig und so? Ist in der Kiste da noch was drin? Ja, aber nur jede Menge Schrott. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das heißt, wir nehmen den normalen Eingang. Ihr müsst eure Gruppe... Der geht schneller, als da hinten rumzulaufen. Keine große Herausforderung. Müssen ja nur hier hinten rum, oder sind wir auch gleich schon da? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet... Fragt nur. So, dann müssen wir hier hinten hin. Das kann Talisa schnell alleine machen. Weil ob wir hier rauskommen oder hier rauskommen, bleibt sich eigentlich gleich. Nur eben was da ist, weiß ich gerade nicht mehr. Für ein Kupferstück breche ich jemandem einen Arm oder ein Was Bein? Habt ihr über Jelos und Kehan zu berichten? Die Kontaktpersonen der Oberläufer sind tot, sie entwirrten das Friedhofsviertel. Das Friedhofsviertel, dann befindet sich ihr versteckt zweifellos in den darunterliegenden Krypten. Wenn man sich das anschaut, das, was wir bisher über ihre dunkle Natur wissen, überrascht mich das nicht. 28.000 Erfahrungspunkte. Ihr wart nicht die Einzigen, die letzte Nacht beschäftigt waren. Der Anführer dieser rivalisierenden Gilde hat einen waghalsigen Angriff auf uns gestartet. Sie kann nur ein Vampir sein und viele ihrer Diener auch. Es ist an der Zeit, zurückzuschlagen und die Leute sowie die Stadt, die sie eingenommen hat, zu beschützen. Begeht euch zum Friedhofsviertel und findet ihr Versteck unter den Gräbern. Gibt es ein Netz aus Höhen und
Gängen, in denen ein anderer Spion einen von Bodys Dienern aufgespürt hat. Also unter den Gräbern gibt es ein letztes Höhen und Gängen, in denen ein anderer Spion eines von Bodys Dienern aufgespürt hat. Dort werdet ihr knapp nördlich des Spinnenbaus blaue Türen finden. Die Türen sind so schwer, als dass sie von einem Sterblichen geöffnet werden könnten. Aber die Vampire durchstreiten sie sicher mit Leichtigkeit. Ich denke mal, ihr habt einen Plan, oder wollt ihr, dass ich die Türen mit dem Kopf einschlage? Dann brauchen wir beim Öffnen Unterstützung. Und was soll ich machen? Dann brauchen wir Unterstützung. Ich werde euch einen Zauberer schicken, der dafür sorgt, dass die Türen sich öffnen. Hier, ihr werdet diese Pfähle benötigen, wenn ihr diese Kreaturen wirklich fertig machen wollt. Ja. Wenn ihr das Böse in ihrem ihnen vernichtet habt, kommt hierher zurück und ich werde meinen Teil der Verabredung einhalten. Wenn ihr diese Arbeit gut macht, dann könnt ihr Imon am Morgen sehen. Was sagt ihr? Ich begebe mich umgehend zum Friedhofsviertel. Diese elenden Kreaturen werden nicht entkommen. Das ist zu gefährlich, da könnten jede Menge Vampire rumlungern. Ich stelle fest, dass ihr mich hinhaltet. Ihr verlangt mehr und mehr und liefert selber nur wenig. Bin schon auf dem Weg, aber jetzt solltet ihr besser euren Teil der Verabredung einhalten. Nehmen wir das erste. Ihr habt meine besten Wünsche, Thalisa. Ich wünsche euch alles Gute. Was möchtet ihr? So, neuer Tagebucheintrag. Meine Informationen waren für Aran von Nutzen, aber ihm stehen offenbar noch alle Requests zur Verfügung. Die Anführerin der rivalisierenden Gilde heißt Bodhi. Es handelt sich bei ihr mit Sicherheit um eine Vampirin. Meine Untersuchungen haben bestätigt, dass sie und ihre Schergen in dem Netzwerk von Grabmälern zu finden sind, das sich unter dem Friedhofsviertel erstreckt. Ja, wir hatten doch mit Bodhi schon genug zu tun. Ich soll dort hingehen und Bodhi und ihre Gilde zerstören. Ich werde von einem Magier und seinem Golem unterstützt werden. Diese werden ein paar blaue Türen öffnen, die ich ohne Hilfe niemals aufbekäme und die sich nördlich von einem Spinnennest in einem unterirdischen Grabmal befinden. Der entscheidende Angriff auf die Vampire soll dort stattfinden. Aran hat mir 4 Holzblöcke gegeben, damit ich dafür sorgen kann, dass die Vampire ein für alle Mal vernichtet werden. Ja. Wer weiß, dass da unten noch ein weiterer Holzflock rumliegt. Und wir haben ja noch mehr als genug Holzflöcke hier. Ah, Keldorn. Ach Mist. Ja, das im Baldur's Gate 2 läuft das Spiel leider der Pause nicht weiter. Entweder habe ich das mit irgendeinem Fix ausgestellt. Das Spiel läuft im Inventar nicht weiter, nicht während der Pause. Ich warte. Erzählt. So, das heißt auf zum Friedhofsviertel. Keine große Herausforderung. Und da gehen wir da ein bisschen randalieren. Räuber. Ja, Hafenviertel. Hat man euch nicht gesagt, dass ich zu den Schattendienen gehöre? Wo Menschen sich versammeln, entsteht immer ein wildes Durcheinander. Wenn ich könnte, würde ich sie alle retten. Viel Glück, Heldon. Was immer ihr wünscht. So, wir nehmen den Eingang wie immer. Den können wir nämlich nicht nehmen. Ausgang aus dem Viertel. Und der andere. Hatte ich vergessen, wo er war. Du bist nur eine Trauernde. Ich kann mal in Ruhe lassen. So. Wenn ihr es wollt. Hier drin war noch ein Flock. Nein. Nicht hier drin, sondern in der nächsten Kiste. Da oben. Thank you.
Weil wenn ich mich richtig erinnere, werden die Flöcke aufgebraucht. Ich weiß immer noch nicht, ob da hier irgendwie Grafikglitches sind. Oder ob das hier halt die Kammer ist. Ja doch, da ist irgendwas. Aber das hier ist nichts Begehbares. Gut.